Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir wechseln wieder das Gebiet, wie ich es euch ja bereits schon gesagt hatte. Und zwar geht es jetzt um die Dämonenwaffe. Das ist wieder ein Prolog. Das heißt, wir müssen einmal auf den Kronenshop klicken, dann auf Quests klicken, dann auf Prolog klicken und dann könnt ihr hier entsprechend weiter runterscrollen, bis ihr die dann gefunden habt. Ich bin gerade dran vorbei. Genau, hier oben die Dämonenwaffe und dann könnt ihr einfach doppelklicken. Bei mir steht jetzt, ihr habt die Quest bereits. Der würde euch dann fragen, ob ihr die kostenlos kaufen möchtet, in Anführungszeichen. Und dann habt ihr die Quest angenommen. Ja, und in dem Fall startet sie direkt hier in der Bank in Wuckelhafen in Auridon, beziehungsweise im Herrenhaus. Die Bank ist ja auch hier. So, hier steht er. Immer ein Vergnügen, Tarn. Versuch die Steine nicht zu verlieren. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Ah, Entseelte, wie freundlich von euch, mich aufzusuchen. Ich bin auf etwas aufmerksam geworden, was die Zukunft Tamriels und des Kaiserreichs verändern könnte. Wenn wir die Gunst der Stunde ausnutzen wollen, sollten wir sofort aufbrechen. Über welche Art von Situation sprechen wir? Eine Lage, die den Krieg der drei Banner beenden und Eiren, Emmerich und Jorun wieder zur Vernunft bringen könnte. Während diese Gören sich um Territorien zanken, leiden das einfache Volk und das Reich. Wir haben hier eine Gelegenheit und wir müssen sie beim Schopf packen. Was für eine Art von Gelegenheit kann denn diesen Allianzkrieg beenden? Einfach gesagt, habe ich gerade zwei Hälften einer uralten Tafel gekauft, den Grollstein. Er ist eine Karte, die uns zu einer Waffe führen wird, deren Existenz alle Seiten dazu zwingen sollte, ihr angriffslustiges Verhalten einzustellen. Helft mir, diese Waffe zu beschaffen, und wir können den Krieg beenden. Ich helfe euch, diese Waffe zu finden. Wir müssen uns beeilen. Selbst jetzt folgt mir jemand und widersetzt sich meinen Bemühungen, ihn oder sie zu identifizieren. Während ich mich um diese Bedrohung kümmere, müsst ihr mit dem Prozess beginnen, um den genauen Standort der Triangulanten ausfindig zu machen. Ohne sie ist die Karte wertlos. Triangulanten? Ist das überhaupt ein echtes Wort? Natürlich ist es das. Ich habe es gerade erfunden. Derzeit zeigt die Karte auf dem Geröllstein keine markanten Kennzeichen. Ohne die Triangulanten habe ich keinen Kontext, um die Karte zu lesen. Ich kenne aber einen Khajiit-Wissensbewahrer, der dabei behilflich sein kann. Wie kann ein Khajiit-Wissensbewahrer uns helfen, eine uralte Waffe zu finden? Auf beiden Hälften der Tafel befindet sich ein Teil der Karte und eine Inschrift: Kunsari und die Dämonenwaffe. Der Schlüssel, um die Triangulanten zu finden, steckt in dieser khajiitischen Sage. Wir müssen Dagaril Droh überzeugen, uns an Geschichtenerzähler zu verweisen, die die Legende kennen. Wo kann ich den Wissensbewahrer finden? Dagaril Droh hält sich oft an der Küste von Auridon auf. Wir müssen ihm aber ein Geschenk mitbringen und ich weiß, dass er Dämmerpilze ganz besonders mag. Sammelt die Pilze in den Ruinen von Bevan. Trefft mich danach im Lager des Wissensbewahrers. Ich markiere den Standort auf eurer Karte. Ihr scheint bereits eine Menge über khajiitische Legenden zu wissen. Ich weiß eine ganze Menge Dinge, aber khajiitische Legenden neigen dazu, sehr aufgebläht und verworren zu sein. Der Wissensbewahrer muss uns an den geheimen Orden von Geschichtenerzählern verweisen, den man die Mondsänger nennt. Nur sie können uns den rechten Weg aufzeigen. Sammelt jetzt die Pilze für Dagaril Droh. Woher habt ihr den Grollstein? Ein Kollege von mir verwies mich an die gelehrte Taraya, die einwilligte, mir die Tafel zu überbringen. Sie entdeckte die beiden Hälften im Frostgewölbe und in Galas Malatar und wagte es dann, ein kleines Vermögen von mir zu verlangen. Immerhin bilden die Tafeln jene Karte, die wir brauchen. Eine Karte? Ihr wisst also, wohin wir müssen, um die Waffe zu finden? Die Tafeln erwähnen Kunsari und die Dämonenwaffe, die er an einem uralten Ort der Macht versteckte. Aber die Karte ist unvollständig. Sie erfordert Triangulanten, die als Orientierungspunkte dienen. Ohne sie ist sie wertlos. Da kommen die Geschichtenerzähler ins Spiel. Was für eine Waffe wäre stark genug, den Krieg aufzuhalten?
Die schriftlichen Aufzeichnungen schweigen sich zu diesem Sachverhalt aus, aber den Tafeln zufolge hat Kunsari die Dämonenwaffe versteckt. Das ist die beste Übersetzung, die ich zu Wege brachte. Dämonenwaffe. Ich glaube, es ist dasselbe Relikt, mit dem Königin Anekina den ersten Krieg der Mänen beendete. Königin Anekina? Erster Krieg der Mänen? Kaschitische Legenden, die jeweils ein Körnchen Wahrheit enthalten. Königin Anekina führte das mächtigste der 16 kaschitischen Königreiche. Es nahm sogar ihren Namen an. Als die Kaschit in den ersten Krieg der Mänen verwickelt waren, setzte Königin Anekina ein Relikt ein, um den Frieden wiederherzustellen. Wer war denn Kunsari? Ein legendärer Held der Kaschit. Die Geschichten über ihn neigen dazu, ins Fantastische abzugleiten, weswegen wir die Wahrheit von den Lügen trennen müssen. Sobald wir die Geschichten zu Kunsari und den Dämonen gesammelt haben, werden wir Hinweise finden, die uns zu den Triangulanten führen. Werdet ihr mir helfen, die Pilze zu sammeln? Ich soll mir die Hände schmutzig machen? Ich glaube kaum. Und habt ihr denn nicht aufgepasst? Jemand verfolgt mich, seitdem ich mich für dieses Unterfangen entschied. Trotz meiner Bemühungen bleibt mir die Identität meines Verfolgers aber lästigerweise verborgen. Nur ein Magier von großer Macht könnte sich vor mir verstecken. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich bezweifle, dass mein Verfolger an euch interessiert ist. Warum meint ihr, dass ich um eure Hilfe gebeten habe? Dank eurer verhältnismäßigen Bedeutungslosigkeit solltet ihr unbelästigt reisen können. Sobald ich mich um meinen Verfolger kümmern konnte, stoße ich in Dagaril Dros Lager zu euch. Mhm. Meiner Belanglosigkeit, so. Das merke ich mir, Tarn. Gut, dann schauen wir mal eben. Bevan, das war relativ oben auf der Karte. Reisen wir mal eben schnell hin. Hier ist ja glücklicherweise alles aufgedeckt. So, das war hier oben. Wo reisen wir denn da am besten hin? Ich würde sagen, dahin. So. Den Eingang haben wir. Auch wenn ich mal wieder nicht hier drauf gesprungen komme. Oh, es ist nervig. Dann kann sie nicht laufen. So, jetzt aber. Hier waren wir auch schon mal, so wie es aussieht. Beziehungsweise, es kann sein, dass ich das alles mit der Main gemacht habe, nicht mit ihr. Aber warum dann die Scherbe weg ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Hier ist auf jeden Fall schon mal jemand durchgelaufen, das ist doch super. Dann müssen wir geradeaus. Ja, dich muss ich mal eben. Bleib doch einfach stehen. Dann kipp einfach um. Ist mir auch egal. So. Komm, Basti, wir gehen hier hoch. Denke ich. Bitte, hier entlang. Schnell. Ja, ich weiß, dass ich hier rum muss. Aber deine Quest will ich gerade nicht machen. Es tut mir leid. Oh ja, du jetzt auch noch. So. Komm. Hol die Pilze. Na? Oh, wer ist das denn jetzt schon wieder? Wer bist du denn jetzt schon wieder? Hau doch einfach ab. Lass mich einfach nur die Pilze nehmen. Basti, kümmere dich doch einmal um die Leute, die uns verfolgen. Aus dem Grund nehme ich dich ja mit, sonst hätte ich dich gar nicht dabei. So. Was hat Basti denn jetzt gemacht? Hat er mich jetzt gerade geschlagen oder was? Hallo? warte mal, dann müssen wir hier rum. So. Unten ist nämlich auch noch einer. Ja, es tut mir leid. Ich kann mich jetzt leider nicht um deinen Kram hier kümmern. Ich muss mich hier nicht ums Bücherregal, um die Pilze kümmern. So. So, Frage ist jetzt nur, können wir so an dem Boss vorbeilaufen? Oder, na wahrscheinlich nicht, ne? Wir laufen da direkt durch, so wie es aussieht. Oh, Leute.
Ich will das hier auch nicht so lang ziehen, ehrlich gesagt, weil ich nämlich weiß, dass die ganze Story unheimlich lang wird. Deswegen versuche ich jetzt hier so ein bisschen durchzulaufen. Oh, Basti, kümmerst du dich mal um irgendeinen von den Verfolgern vielleicht? Du bist hier der Tank, ich nicht. Du auch noch? Willst du auch noch eine Ladung in die Fresse? So. Kann ich mich jetzt endlich mal um die Pilze kümmern? Danke. Es ist ja schon gut, dass die einen nicht so lange folgen. So, sprecht mit den Typen. Wo müssen wir denn da hin? Wir müssen nach oben in Auridon. Ich werde mich mal eben hier rausporten, das geht schneller. Und dann sehen wir uns gleich oben am Zielort wieder. So, irgendwo hier sollte der Eingang sein. Und hier ist auf jeden Fall ein Sitchik-Urteil. Ich wittere Magie. Ja, Magie ist überall. Ah, nicht der Eingang, Quatsch. Wir sollten ja zu dem... Genau, Hallöchen. Ah, Wanderin. Frohe Kunde und von Herzen kommende Grüße. Dagaril Droh fragt sich, was euch an diesen ruhigen Ort führt. Dieser hat nur selten Besuch. Wartet, wartet. Hier riecht etwas köstlich, ja? Habt ihr vielleicht Dämmerpilze in eurem Bündel? Eigentlich habe ich die Dämmerpilze sogar für euch mitgebracht. Dämmerpilze? Für Dagaril Droh? Was für ein freundliches und großzügiges Geschenk für diesen alten Sack aus Fell und Knochen. Doch selbst Geschenke sind selten umsonst. Sprecht, und dieser wird zuhören. Vielleicht sogar helfen, wenn es im Rahmen seiner Möglichkeiten ist. Abnutan sagt, ihr könntet uns den Weg zu Mondsängern weisen, die die geheimen Geschichten von Kunzari kennen. Ist das so? Was hat dieser alte Magier sonst noch erzählt? Und warum interessiert sich ein uralter Kampfmagier für einen Geheimbund von Geschichtenerzählern und einen vergessenen Helden namens Kunzari? Ah! Sei's drum. Für Dämmerpilze wird dieser euch alles erzählen. Hier sind die Dämmerpilze. Jetzt sagt mir, wo ich die Mondsänger finden kann. Oh, das wird eine wunderbare Suppe. Vielen Dank. Drei Mondsänger bewahren die geheime Geschichte von Kunzari und dem Dämon. Und zwar jeweils einen anderen Teil. Sucht nach Asargo Langmeer im Rotfell-Handelsposten, Misbina im Bandari-Handelsposten und Satari in Knurka. Ich werde Abnotan von den Mondsängern erzählen. Ja, mach du mal weiter. Oh, ich wollte gerade sagen, dann gucken wir mal in Auridon, ob er da steht, aber er ist doch noch hier gekommen. Wie er gesagt hatte. Ich sehe, ihr habt es in das Lager des alten Wissensbewahrers geschafft. Waren die Dämmerpilze nach seinem Geschmack? Ja, er sagte, dass wir zum Rotfell-Handelsposten, zum Bandari-Handelsposten und nach Knurka müssen. Gratwald, Malabaltor und Schnittermark. Keine einfache Reise, aber ich kann sie erträglicher machen. Erlaubt mir euch, ein Portal zum Rotfell-Handelsposten zu öffnen. Spürt den ersten Mondsänger auf und hört euch den Anfang der Geschichte von Kunzari an. Ich komme bald nach. Ich werde das Portal nutzen und Asargo Langmeer suchen. Dieses Portal wird euch zum Rotfell-Handelsposten bringen. Ich komme nach, sobald ich dem alten Großvater meinen Respekt erwiesen habe. Und er möchte mit ihm meditieren. Irgendwie, naja, wenn man ihn kennt, schon seltsam. Gerade wenn man seine freche Schnauze, durchsucht, sag ich mal, meine Bitte. Kennt. Ihr werdet nichts finden. Dieser ist unschuldig. So, gerade hatte ich den noch groß in der Karte drin. Jetzt kann ich mich nur noch nach dem unteren wenden. Ist das der hier? Kunzari sprach, nicht ich selbst, Dämon. Ich versammle eine Krajun, eine Gemeinschaft der Helden.
Angefangen mit dem Altmeer, Nurarion der Perfekte, der unter den vergrabenen Wurzeln der Aileidenwürmer verkehrt. Dies sind die Worte, und die Worte sind wahr. Natürlich ist es ein Khajiit. Wie hätte ich auch was anderes denken können? Ich bin nur leicht... Ach so, da hinten ist Abnotan. Okay, gut. Karte ist wieder... Naja. Dieser erkennt, wenn jemand die Geschichten so sehr liebt wie er. Wollt ihr noch eine hören? Oh Gott, Dagaril Dro hat mich geschickt. Ich muss die Geschichte von Kunzari und dem Dämonen hören. Der alte Großvater schickt euch. Interessant. Dieser kann euch nur sagen, was er weiß. Und Asargo kennt nur den Anfang der Geschichte. So ist es bei unseren großen Geschichten und den Geheimnissen, die in ihnen stecken. Seid ihr euch sicher, dass ihr sie hören wollt? Ja, bitte erzählt mir den Anfang der Geschichte. In der Zeit vor der Zeit, als die 16 Königreiche kaum mehr waren als 16 Stämme, bestand der große Held Kunzari zahlreiche Abenteuer. Nachdem Kunzari den Riesen Drol bezwungen hatte, indem er 401 Mondzuckerkuchen verschlang, traf er einen Dämon. Ein Dämon? So etwas wie ein Dedra? Nein, eine andere Art von Dämon. Nun seid still und hört zu. Der Dämon sagte, meine Brüder und ich werden dieses Land und seine Schätze an uns nehmen. Selbst die Monde vom Firmament. Kunzari protestierte, doch der Dämon lachte. Ihr könnt uns nicht stoppen, kleines Katzending. Was tat Kunzari? Kunzari sprach, nicht ich selbst, Dämon. Ich versammle einen Krajun, eine Gemeinschaft der Helden, angefangen mit dem Altmeer, Nurarion der Perfekte, der unter den vergrabenen Wurzeln der Aileidenwürmer verkehrt. Dies sind die Worte, und die Worte sind wahr. Vielen Dank, Mondsänger. So, mich hat hier die ganze Zeit aber schon dieses Buch angelacht. Und da steht genau das drin, was er jetzt gerade gesagt hat. Okay. Hätte ich gar nicht mit ihm reden müssen. Ab nur. Was für eine spannende Geschichte. Wenn ich doch nur meinen Schatten so leicht abschütteln könnte wie Kunzari. Nun, alles macht. Wenigstens weiß ich jetzt, wo der erste Triangulant zu finden ist. Der erste Triangulant? Ja, der Triangulant. Der erste Bezugspunkt, der es uns erlauben wird, die Karte zu benutzen und die Waffe zu finden. Wir müssen aber mit Bedacht vorgehen. Mein unbekannter Verfolger setzt Magie ein, die ich nicht durchdringen kann. Ich muss meine Energie für den Fall der Fälle aufsparen. Wohin muss ich, um den ersten Triangulanten zu finden? Der Ort wird in der Geschichte des Mondsängers beschrieben, der Abschnitt über Nurarion, den Perfekten. Es ist so klar wie der Himmel an einem wolkenlosen Tag. Unter den vergrabenen Wurzeln der Aileidenwürmer. Das bezieht sich auf einen Ort, den ich gut kenne. Die Wurmwurztiefen. Die Wurmwurztiefen? Ich glaube, ich habe diesen Ort schon besucht. Euer Gedächtnis ist hervorragend. Wir haben diesen Ort auf der Suche nach Sai-Sahan erforscht. Irgendwo in den Wurmwurztiefen haben die alten Khajiit einen Bezugspunkt versteckt, der uns einen Schritt näher an die Waffe heranbringt. Ich treffe euch dort. Ich werde euch in den Wurmwurztiefen treffen. So, jetzt müssen wir nochmal eben schauen. Können wir da... Nee, wir können nicht mehr hochporten. Wir sind nämlich schon ganz oben. Dann reiten wir direkt... Was? Dann reiten wir direkt hin. Habt ihr schon gehört, oder auch nicht, wenn ich falsch laufe. So, hier einmal über die Brücke. Da wollte ich eigentlich drüber. Was eher nicht? Mal eben schauen. Haben wir jetzt hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Weil hier gerne mal, ja, gerne mal eine Truhe drin ist. Genau die habe ich gesucht. Sehr schön. Sollte man auf jeden Fall immer mal reingucken, wenn man hier gerade unterwegs ist. Ja, und immerhin einmal... Ein Set, also ein Schulterpolster von einem Set. Ah, Knoblauch, den nehmen wir auch mit. So.
Und einmal was, was wir kaputt machen können. Das ist immer gut. Wobei ich glaube, der Char mittlerweile fast überall auch auf 50 ist. Da sind wir. Tan ist dabei. Sehr schön. Oh, der typische Geruch dätherischer Hexerei. Er ist ebenso widerwärtig wie durchdringend. Tja. Tan, was erwartest du? Wir können jetzt wieder hier komplett durchlaufen, nur damit wir dann am Ende einmal zum Ende laufen können. Hier haben wir ja alles, das haben wir alles schon gemacht, wo wir dann in der Hauptstory reingegangen sind. Auch die ganzen Bücher und so weiter haben wir auch gemacht. Ja, ist gut, Leute. Hinter mir ist einer, der möchte spielen. Nehmt den, nicht mich. So, jetzt nicht schlapp machen hier mit der Ausdauer. Lauf weiter. Ach, das ist ein Durchgang. Eure Technik mag angemessen, wenn... Warum muss der immer reden, wenn man schon drauf gedrückt hat? Oh, der typische Geruch dätherischer Hexerei. Er ist ebenso widerwärtig wie durchdringend. Ja, das hast du schon mal gesagt. Was war das mit der Technik? Das hast du mir jetzt nicht mehr gesagt. Sauerei. Hier, dieses Datum. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, aber das war es garantiert nicht. Löst das kajitische Rätsel. Moment, da müssen wir hier erstmal ein bisschen Überblick kriegen. Die alten Kajit wollten, dass wir richtig schuften müssen, um die Triangulanten zu entdecken. Das sieht ja mal cool aus. Ich glaube, das kann man auch irgendwie kaufen oder so. Ich bin mir nicht sicher. So, wenn Jono und Joden in ihrer Fülle das leere Firmament erblicken, erblickt Kunitza den Pfad zur Erkenntnis. In ihrer Fülle das leere Firmament erblicken. In ihrer Fülle das leere Firmament erblicken. Muss ich jetzt... In ihrer Fülle... Jetzt kann ich den gar nicht mehr drücken. Doch, jetzt. Das leere Firmament. Faszinierend. Ziemlich einfallsreich für einen Haufen alter Katzen. Echt, das Warum war's? Werft ihr nicht einen Blick in die Truhe, bevor wir zum Bandari-Handelsposten reisen? Cool. Das war jetzt wirklich ein einfaches Rätsel. Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Ja, ja. Wir gehen weiter. Da, in die Richtung. Findet den Mondsänger. Nur die Mutigen reisen jetzt noch auf diesen Straßen. Ja, ja, mach ich auch nicht. Ich porte immer über die Wegschreine. Kunzari entgegnete, weil zwei, drei werden lästiger Dämon. Gleich wenn dieser Flinthild-Dämonenjägerin aus dem Eile Iden versteckt, der kriechenden Ebenerdpflanzen errettet. Dies sind die Worte. Und die Worte sind wahr. Miss Bina hofft, dass ihr und eure Freunde die Geschichte genossen haben. Gibt es sonst noch etwas, was diese für euch tun kann? Ich mag den Namen nicht. Dagaril Droh hat mich geschickt. Ich muss die Geschichte von Kunzari und dem Dämonen hören. Der Wissensbewahrer? Diese hat schon sehr lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Miss Bina kennt nur den zweiten Teil der Geschichte. So bewahren die Mondsänger die Geheimnisse der großen Geschichten. Würdet ihr die Geschichte gerne noch einmal hören? Ja, bitte erzählt mir euren Teil der Geschichte. In der Zeit vor der Zeit, als die 16 Königreiche jung und wie spielende Kätzchen waren, versammelte der große Held Kunzari eine Gemeinschaft aus Champions, um den Dämon und seine Brüder zu bekämpfen. Diese waren nach Elsweyr gekommen, um die Monde vom Firmament zu stehlen. Das klingt unheilverheißend. Unheilverheißend? Oh, in der Tat.
Da er Nurarion bereits an seiner Seite wusste, wandte Kunsari seine Aufmerksamkeit dem nächsten Champion zu, den er zu rekrutieren gedachte. Die Macht der Monde wird die unsere sein, kleines Katzending, spottete der Dämon. Wie können zwei auch nur hoffen, viele aufzuhalten? Was tat Kunsari? Kunsari entgegnete, weil zwei, drei werden, lästiger Dämon. Gleich wenn dieser flieht, hielt die Mohnenjägerin aus dem Eile-Iden-Versteck der kriechenden Ebenerdpflanzen errettet. Dies sind die Worte. Und die Worte sind wahr. Vielen Dank, Mondsängerin. Ich wollte gerade sagen, da kriegen wir doch bestimmt jetzt auch wieder Teil 2 als Buch. Genau. Okay, wo? Da hat er sich versteckt. Wisst ihr, die Legende von Kunsari ist interessanter, als ich sie in Erinnerung hatte. Das muss an der Präsentation von Mondsängerin Miss Bina liegen. Ansatzweise unterhaltsam. Für jemanden von herausragendem Intellekt hat sie den Fundort des nächsten Triangulanten recht deutlich gemacht. Also jemanden wie mich. Habt ihr nun herausgefunden, wo sich der nächste Triangulant der Karte befindet? Natürlich. Nur die Schwarzrankenruinen in der Nähe können mit dem Eile-Iden-Versteck der kriechenden Ebenerzpflanzen gemeint sein. Ich mochte fleischfressende Vegetation noch nie. Ich treffe euch in den Ruinen, nachdem ich noch einmal versucht habe, meinen schwer zu fassenden Verfolger zu enttarnen. Euch folgt immer noch jemand? Ja, und das mit dreistem Übermut. Ich hätte meinen Verfolger fast hier am Handelsposten gefangen, doch dann verschwand er in der Menge. Er ist wie eine Fliege, die mir um den Kopf schwirrt und die ich nicht erwischen kann. Jemand mit einem solchen Maß an Macht bereitet mir große Sorgen. Um auf das Thema Fliegen zu kommen, wenn die einen um den Kopf fliegen, dann fliegen sie nämlich entweder ins Auge rein oder in die Nase oder in den Mund. Und das ist dann nicht so toll. Dann euch viel Glück damit. Ich treffe euch in den Schwarzrankenruinen. Wenn ich denn herausgefunden habe, wo die sind. Hat der mir kein Portal gemacht diesmal? So, der lässt aber auch ganz schön nach hier, ne? So, Malabaltor relativ oben. Da ich gerade den Punkt natürlich... Achso, wir sind ja schon im Malabaltor. Wir müssen dann eigentlich ja nur noch über die Straßenhälfte drüber. Habe ich gar nicht gesehen, dass das hier oben war. Dann brauche ich euch, glaube ich, nicht rauszuschmeißen, sondern dann kann ich direkt mit euch dahin reisen. Wobei, komme ich da rum? Komme ich rum, oder? So, irgendwo hier ist der Eingang. Hier, genau. Ja, und es hat sich wieder alles geändert. Die kolossale Grotte ist aktuell wieder im Angebot. Aufzuteilen und zu verstecken, aber ich habe das Gefühl, als kämen wir der Sache näher. Danke, Tarn, dass wir, besser gesagt, dass ich mal aussprechen kann. Ja, von denen haben wir ja leider schon zu viel gehabt, zusätzlicher Charakterplatz. Gut, die habe ich auch alle schon voll, beziehungsweise, ja, voll halt. Der Giftdoktor ist wieder im Angebot, schön. Der ist übrigens sehr cool, die habe ich in die kolossale Grotte unter anderem gestellt. Das hier finde ich auch sehr cool, aber es war mir ehrlich gesagt zu teuer. Und wir haben eine neue Statue, die muss ich mal eben mit euch zusammen annehmen, weil die ist nämlich kostenlos für alle, die ESO Plus haben. Da kriegt man einmal im Monat immer so eine kostenlose kleine Statue, die man sich aufstellen kann. Also für die, die es noch nicht wussten, ihr habt es jetzt gerade gelernt, dass es das gibt halt. So. Daniel, ich sollte doch sterben, nicht du? Ja. Wenn ich nicht sterbe, ist mir alles andere egal. Hier ist es, glaube ich, auch so, dass die Seite wieder abgesperrt ist. Genau. Das heißt, wir müssen sowieso unten rum, dann holen wir uns auch in eine nochmal eben die Scherbe dort ab. Ah, ich dachte schon, ich komme hier so durch. Obwohl, da hinten ist eh noch ein Buch. Moment. Das gehört zur Magiergilde. Das möchte ich dann doch mitnehmen. So. Meine lieben Jungs, geht mir aus dem Weg. Ich brauche die Scherbe. Du kommst mir sowieso hinterher. Ja, welche Gnade. Du greifst ja noch nicht mal mit an, Basti. Also ich glaube, ich werde auch irgendwie mal auf Funke um
umwechseln oder so, ich weiß es nicht. Wobei ich das ja eigentlich erst machen wollte, wenn wir in Dunkelforst... Nee, nicht Dunkelforst, wenn wir in Heilall sind. Komm, dann nehmen wir auch nochmal eben mit hier. Ich brauche ein bisschen Geld. Da ist ganz schlecht vorbeizulaufen, weil da ist eine, ein Würgedorn. Nicht doof, Moment, du läufst mir sowieso hinterher. Da hinten, da hinten sind sogar zwei Würgedorne. Die sind ätzend. Also daran vorbeilaufen, das kann man in der Regel vergessen, weil die ziehen einen ständig zu sich rüber. Und ihr seht schon, die halten jetzt auch ein bisschen mehr aus. So. Dann müssen wir hier hoch. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und der Boss ist da. Dann könnte ich den direkt in eine mitmachen. Oh, die waren zwei. Sag mir das doch. Ja, die haben mich jetzt auch so verlangt. Ja, genau. Ich komme ja nicht aus der Wand. Wer hat denn hier... Alter, wer hat denn hier einen Karren mitten reingestellt? Wollt ihr mich denn veräppeln? Ja, natürlich, gerade noch drüber... Naja, gelästert ist das falsche Wort, aber gerade noch drüber geredet, wie nervig diese blöden Würgedörne sind. Und schon ist der Boss hier drin ein Würgedorn. Das war ja so klar. Ah, na gut, dann haben wir die Erforscherin jetzt auch. Können wir hier direkt gucken. Oh. Und welch ein Wunder, es sieht genauso aus wie im ersten Teil. Ich glaube, die haben sogar die gleiche Strecke genommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wobei das andere, glaube ich, grünlich war von den Farben her, wenn ich mich richtig erinnere. Das hier ist so rötlich. Ah, noch ein Prismenrätsel. Wenigstens bleiben sich die alten Khajiit treu. Und mir war auch klar, dass jetzt wieder ein Rätsel kommen würde. Seht euch die Steintafel an, ja? Jeder Hinweis wäre hilfreich. Danke. Darf ich die dann auch mal lesen, Tarn? Manchmal kann Erkenntnis nur im Dunkeln gefunden werden. Der abnehmende Mond macht dem leeren Firmament Platz. Muss ich wirklich nur zwei drücken? Also abnehmender Mond und leer. Abnehmender Mond und leer. Ich bin mir jetzt aber bei beiden mal wieder nicht sicher, wer von denen der abnehmende Mond ist. Da vertue ich mich jedes Mal mit. Das ist der Leere hier vorne. Wissen findet man nur im Dunkeln. Könnte sich das auf die Neumonde beziehen? Moment, geht der geht doch von rechts nach links, oder? Da müsste das hier doch der abnehmende Mond sein. Abnehmender Mond und Leere. Nicht? Anscheinend falsch. Mache ich den jetzt auch nochmal an, damit das erstmal zurückgesetzt wird. Oder auch nicht. Leute, ich will das zurücksetzen. Ignorieren wir alle Statuen, die einen Vollmond tragen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, aber wie kann ich den zurücksetzen? Oder muss ich die... Moment, Moment. Oder kann ich die wieder ausmachen damit? Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst, dass man die ausmachen kann. Ich dachte, die setzen sich dann zurück. Angemessene Arbeit. Nun sammelt den Triangulanten ein und wir brechen auf. Also es ist tatsächlich so, der abnehmende Mond ist der, der auf der rechten Seite ist. Warum auch immer. Ich dachte immer, dass... Achso, halt, stopp, falsche Richtung. Ich dachte eigentlich immer, dass es genau andersrum, dass der von rechts nach links dunkel wird, aber gut. Kommt doch! Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Oh, ist ja gut, alter Mann, ich komme. So. Da hinten ist er. Ich muss erstmal immer gucken. Ich weiß auch nicht, warum ich dann immer so weit weggesetzt werde hier. Sind jetzt hier alle noch das Event am Machen? Da laufen wir natürlich jetzt gerade passend durch. Ist ja gerade noch Neujahrs-Event. Ist er oben oder unten? Tarn? Ach nee, wir müssen ja zu dem... Dann wandte sich Kunsari seiner Krajum zu. Noch eine mehr brauchen wir. Eine khajiitische Königin von hohem Ansehen. Anekina Scharfzunge. Die für ihr Leben gern im Schein des großen Mondes badet, wenn sie sich besinnt und ihren Gedanken nachgeht. Dies sind die Worte und die Worte sind wahr. Ich habe uns gerade das erste Mal gesehen, dass da tatsächlich schon von Anfang an das Buch liegt.
Für Satari ist die Kunst des Geschichtenerzählens noch neu. Vergebt ihr daher, wenn sie nicht so interessant ist, wie sie sein sollte. Sie wird sich verbessern, dessen ist sie sich sicher. Dagarildro hat mich geschickt. Ich muss die Geschichte von Kunsari, dem Dämonen, hören. Der alte Großvater? Der Wissensbewahrer? Satari hat von ihm gehört, aber ihn nie selbst getroffen. Sie wurde vom vorherigen Geschichtenerzähler zur Mondsängerin gemacht, um den dritten Teil der uralten Geschichte zu bewahren. Da ihr so spät gekommen seid, soll Satari die Geschichte noch einmal erzählen? Ja, bitte erzählt mir euren Teil der Geschichte. In der Zeit vor der Zeit, als die 16 Königreiche voll wilder Hingabe umherzogen, versammelte der Held Kunsari Champions, um mit einem Dämon und seiner schrecklichen Schar fertig zu werden. Zusammen mit Nurarion, dem Perfekten, und Flinthild, Dämonenjägerin, suchte er nach einem dritten Champion. Wer war der dritte Champion? Geduld! Satari kommt doch gleich zu diesem Teil. Der Dämon höhnte: Oh, kleines Katzending, ihr amüsiert uns. Wie können drei winzige Häppchen je gegen uns bestehen? Kunsari lachte: Ha! Wir mögen winzig sein, doch wir sind beharrlich und trickreich obendrein, ihr werdet sehen. Was tat Kunsari? Dann wandte sich Kunsari seiner Krajun zu. Noch eine mehr brauchen wir, eine kajitische Königin von hohem Ansehen. Anekina Scharfzunge, die für ihr Leben gern im Schein des großen Mondes badet, wenn sie sich besinnt und ihren Gedanken nachgeht. Dies sind die Worte, und die Worte sind wahr. Vielen Dank, Mondsängerin. Und das Buch schnappen wir uns natürlich auch, wo das gleiche nochmal drinsteht. Da hinten ist auch wieder Tarn. Diese neue Mondsängerin zeigt zumindest einen Ansatz von Talent, aber sie hat ihr volles Potenzial noch nicht erreicht. Dennoch war die Geschichte spannend und sie weist uns die Richtung zum letzten Triangulanten, den wir brauchen, um die Karte zu benutzen. Ihr wisst also, wo der letzte Triangulant sich befindet? Oh ja, die Mondsängerin hat das recht klar gemacht. Ihre Geschichte verweist auf einen alten Schrein, der nicht fern von hier steht und als Jodeslicht bekannt ist. Der große Mond, der in der Geschichte erwähnt wird. Sobald wir den letzten Triangulanten haben, kann ich die Karte verwenden, um die Waffe zu finden. Woher weiß ich, dass ihr die Waffe wirklich einsetzen werdet, um den Krieg zu beenden? Ihr traut mir immer noch nicht. Das tue ich auch nicht. Ich weiß, wozu ich fähig bin. Ich bin nicht besser als die Narren an der Spitze der Allianzen. Deshalb werden wir die Waffe nur einsetzen, um sie an den Verhandlungstisch zu bringen. Diplomatie funktioniert am besten, wenn man einen großen Stock dabei hat. Wenn ihr das sagt, ich treffe euch bei Jodeslicht. Ja, sobald ich herausgefunden habe, wo das denn überhaupt ist. Moment, das ist auch hier in der Nähe, ist aber noch ein Stückchen weiter weg. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal dorthin aufmachen und wir sehen uns gleich wieder. So, irgendwo hier... Einen Moment. Reisende, wir müssen uns unterhalten. Ah, Kamira! Bitte, einen Augenblick eurer Zeit. Ich muss mit euch über Abnurtarn sprechen. Ihr seid es, die ihn verfolgt, nicht wahr? Ich habe nur Ehrenhaftes im Sinn. Das versichere ich euch. Ich bin Kamira, Agentin des Sprechers der Mähne. Als wir erfuhren, dass Abnurtarn dieselbe Waffe sucht wie Euraxia, hat der Sprecher mich entsandt, um einzugreifen. Wer ist Euraxia? Euraxia Tarn, Abnurs grausame Halbschwester. Sie eroberte meine Heimatstadt Krempen und krönte sich selbst zur Königin. Wenn sie die Waffe in die Hände bekommt, wird sich Elsweires Leid ums Tausendfache vergrößern. Abnurtarn hatte gar nicht erwähnt, dass seine Schwester hierhin verstrickt ist. Ich glaube nicht, dass sie sich verstehen. Meiner Beobachtung nach will Abnurtarn die Waffe für friedliche Zwecke verwenden. Doch das ist eine Wahnvorstellung. Sie ist zu mächtig, zu böse.
Wir müssen Tarn überzeugen, die Waffe vor Euraxia zu finden, um sie zu vernichten. Das ist der einzige Weg. Wer ist der Sprecher der Mähne? Das ist mein Herr, Gareshri. Die Mähne kann nicht überall sein. Daher reist Gareshri anstelle der Mähne herum und spricht für sie. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich die Sprecherin des Sprechers bin. Und zumindest in dieser Lage seine Augen und Ohren. Das kommt mir doch irgendwie alles so bekannt vor. Und wer ist die Mähne? Der derzeitige spirituelle Führer der Khajiit ist Akuzri. Er ist ebenso weise und ehrenhaft wie uralt. Wie viele Agenten wie euch hat die Mähne in Tamriel? Was für eine Frage. Ihr meint doch nicht wirklich, dass ich die beantworte, oder? Doch ich kann sagen, dass es niemanden in Tamriel gibt, der so ist wie ich. Warum sprecht ihr nicht direkt mit Abnotan über die Vernichtung der Waffe? Tarn glaubt, er weiß es am besten. Er wird nicht auf mich hören. Ich bin nicht einmal sicher, ob er euren Rat annehmen wird. Aber ihr müsst es versuchen. Zunächst dachte ich, dass Tarn mit Euraxia zusammenarbeitet. Aber soweit ich das erkennen kann, meint er seine Friedensmission wirklich ernst. Auch wenn sie fehlgeleitet ist. Fehlgeleitet? Inwiefern? In wirklich allem. Wie kann etwas von solcher Macht denn sicher verwendet werden, um einen Krieg aufzuhalten? Das geht nicht. Wenn man eine Brise braucht, dann ruft man doch auch keinen Wirbelsturm herbei. Wir müssen diesen Gegenstand von Euraxia erreichen und ihn vernichten. Das ist die einzige Möglichkeit. Wie schafft ihr es, dass Abnotan euch nicht entdeckt? Seid ihr immer so unverhohlen bei euren Fragen? Oh, na gut. Vielleicht wird euch ein wenig Ehrlichkeit von meinem guten Willen überzeugen. Bevor meine Eltern starben, gaben sie mir eine Halskette. Sie blockiert alle Formen von magischer Wahrnehmung. Das ist ein mächtiges und ungewöhnliches Geschenk. Es hilft mir bei meiner Rolle als Agentin des Sprechers der Mähne. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Wir müssen uns darauf konzentrieren, diesen Gegenstand vor Euraxia Tarn zu finden. Ich werde euch dabei helfen. Und dann werden wir ihn vernichten. Ja, ehrlich gesagt auch für mich jetzt wieder eine kleine Wendung, weil an die Tarn-Dame, Euraxia oder wie hieß sie, kann ich mich noch dran erinnern, aber ich habe gar nicht mehr gewusst, dass die Khajiit-Dame hier auch mit dabei war. Ja, ich gebe zu, ich habe wieder alle Namen vergessen, selbst mit nur die, passend, mit denen ich gerade gesprochen habe. Dass der letzte Triangulant uns in einer khajiitischen Ruine erwartet. Ein Tagebuch, eine Tagebuchseite, könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. So, oha, wo müssen wir denn hin? Müssen wir erstmal mit Tarn sprechen? Sprecht mit Tarn. Ja, der bleibt natürlich stur vor unserem Eingang hier stehen. Ich beginne an meiner eigenen Prächtigkeit zu zweifeln, falls ihr euch so etwas vorstellen könnt. Trotz mehrerer Anläufe war ich immer noch nicht in der Lage, diesen verdammenswerten Verfolger, der mir nachstellt, zu identifizieren oder zu fangen. Das wird nun wirklich recht lästig. Ich habe euren Schatten auf dem Weg hierher getroffen. Ihr Name ist Kamira, genau. Sie ist eine Agentin des Sprechers der Mähne. Eine Khajiit? Warum sollte der Sprecher der Mähne eine mächtige Zaubermeisterin schicken, damit sie sich an meine Fersen heftet? Ich glaube nicht, dass sie eine Magierin ist. Sie will uns helfen, die Waffe vor Euraxia Tarn zu erlangen. Vor meiner Halbschwester? Sie wissen von ihrem Interesse hieran? Aber warum hat sich diese Agentin des Sprechers nicht direkt an mich gewandt? Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit wäre mir höchst willkommen gewesen. Sie fürchtete, dass ihr ob ihres eigentlichen Ziels zaudern würdet. Sie hält die Waffe für eine Gefahr, die beseitigt werden muss. Meine einzige Chance zerstören, den Krieg der drei Banner aufzuhalten?
Niemals. Nun sagt mir nicht, dass ihr diesem Unsinn zugestimmt habt. Wir können doch nicht dem Dominion, dem Pakt und dem Bündnis erlauben, Tamriel weiter in Stücke zu reißen. Wollt ihr etwa, dass noch mehr Leute sterben? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, egal was wir für eine Antwort wählen, er zieht sowieso sein Ding durch. Also er will sowieso das machen, was er möchte. Ich werde aber trotzdem zu meinem Verständnis von dem Ganzen stehen und sagen, wenn die Waffe so gefährlich ist, wie Kamira sagt, sollten wir sie vielleicht lieber vernichten. Da spricht nur die Angst. Wir können einen schrecklichen Krieg beenden, wenn wir die Waffe vor meiner Halbschwester erreichen. Ich werde das zu Ende bringen, das muss ich. Ich würde eure Hilfe zu schätzen wissen, aber ich kann euch nicht zwingen. Über die Vernichtung der Waffe können wir nach dem Ende des Krieges sprechen. Da stimme ich zu. Wir müssen die Waffe vor Euraxia erreichen. Lasst uns nach dem letzten Triangulanten suchen. So, der ist bei der Scherbe, das ist schon mal gut. Was nicht so gut ist, oder? Wir können direkt nach rechts, glaube ich, laufen. Wenn ich das richtig sehe. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch gerade eben einer durchgelaufen. Der immer noch da ist. Moment, hier ist irgendwo... Hier war doch die Scherbe, die hätte ich jetzt fast übersehen. Ich glaube, der macht auch die Quest, weil der ist nämlich jetzt gerade einfach hier durch. Und ich glaube nämlich, ohne Quest kommt man gar nicht hier durch, soweit ich weiß. Ja, geh bloß nicht die halbe Stufe hoch. Nein, wir müssen schneller sein, Tarn. Irgend so ein unbedeutender Spieler hier will die auch haben. Ein und sind mit Ruinen durch. Was? So, als Kunzari gespiegelten Vollens sah. Was? Ach so, das ist nicht mehr ganz. Sich die Löwen von der anderen Nachthimmels anstarrten. Ach du Scheiße. Die gespiegelten Vollen sah. Also, das Volle. Sich die Löwen von der anderen Seite des Nachthimmels anstarrten. Die gespiegelten Vollen. Erstmal gucken, was die überhaupt meinen. Einige der Worte wurden unkenntlich gemacht. Mal sehen, was ihr daraus ableiten könnt. Die gespiegelten Vollen. Das ist wieder leer. Komme ich hier rüber? Na? Na? Müsste der jetzt auch in der Mitte sein, genau. Zack. Richtig gespiegelt ist es nicht, aber... Ich habe kaum an euch gezweifelt. Nun nehmt den letzten Triangulanten und dann zurück in mein Lager in Gratwald. Okay, perfekt. Kommt doch! Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Dann mach's erstmal auf, so. Geradeaus. Sobald man weiß, wo man suchen muss, liegt der Ort natürlich auf der Hand. Kommt, reden wir. Mit eurer Unterstützung trugen wir die drei Triangulanten zusammen, die es mir erlaubten, die von der Grollsteintafel gebildete Karte zu entschlüsseln. Ich weiß jetzt, dass sich die Dämonenwaffe in den Kolosshallen an der Südküste von Elsweyr befindet. Die Kolosshallen? Ein uraltes Gebäude, dessen Zweck und Ursprung sagenumwoben ist. Manche meinen, es berge das Dwemanumidium in sich, was jene Waffe sein könnte, die wir suchen. Ich habe einen Wagen gemietet, der uns zur Küste bringt. Dann wird uns ein Boot den Rest der Strecke bringen. Ich frage mich, ob Kamira uns weiter folgen wird. Ehrlich gesagt kümmert mich das einen Skever hintern. Sie mag uns verfolgt haben, als ich nicht versuchte, unseren Weg zu verbergen. Aber ich habe dafür gesorgt, dass... Es scheint, als wäre Kamira fähiger, als ich erwartet hatte. Kamira hat uns gefunden, nicht wahr? Die Kolossalen? Arroganter Kaiserlicher! Ohne meine Unterstützung werdet ihr diesen Ort niemals überleben. Fort mit euch, Katze! Es obliegt mir, diesen verfluchten Krieg zu beenden. Damit ihr euch selbst zum Kaiser krönen könnt? Ich glaube nicht. Ich begleite euch, um die Waffe zu finden und zu vernichten.
Die Kaiserwürde war nie mein Ziel. Begleitet uns, wenn ihr wollt. Kommt mir nur nicht in die Quere. Überraschend schlau, diese alten Khajiit. Eine alte Tafel als Märchen getarnte mündliche Überlieferungen und hochentwickelte Triangulantenplatten, die alle auf einen Ort hindeuten. Die Kolosshallen. Der abscheuliche Krieg der drei Banner ist so gut wie vorbei. Und ihr habt nichts dagegen, dass uns Kamira begleitet? Die Katze kann tun, was ihr gefällt. Anhand der Fertigkeiten, die sie bereits unter Beweis gestellt hat, bin ich ihr als Begleitung allerdings nicht abgeneigt. Euch sollte nur klar sein, dass ich vorhabe, trotz ihrer Einwände aus der Waffe einen Nutzen zu ziehen. Und nun nehmt dies für eure Mühen. Die Kolosshallen. Ein Ort, der ebenso geheimnisumwittert wie uralt ist. Ich hätte mir nie erträumt, einmal einen Anlass zu haben, sie aufzusuchen, geschweige denn zu erkunden. Hoffen wir, dass der Gegenstand, hinter dem wir her sind, meinen Erwartungen gerecht wird. Und dass wir ihn vor meiner Halbschwester Euraxia erreichen. Ich weiß, dass ihr den Krieg beenden wollt. Aber was hofft Euraxia zu erreichen? Vor einigen Jahren hat meine verabscheuungswürdige Halbschwester sämtliche guten Sitten missachtet und einen Teil von Elsweyr erobert. Ich nehme an, sie will die Waffe, um ihr Territorium zu sichern und ihre Besitztümer weiter auszudehnen. Euraxias Ruchlosigkeit wird nur von ihrem Ehrgeiz übertroffen. Stört es euch nicht, dass ihr in dieser Sache eurer Schwester entgegensteht? Halbschwester, und ich kenne in dieser Hinsicht kein Zaudern. Doch um Euraxia zu übertrumpfen, müssen wir die Kolosshallen vor ihr erreichen. Gebt mir und Kamira einen Augenblick, um eine Übereinkunft auszuhandeln, mit der wir beide leben können. Trefft uns danach bei dem Wagen, den ich gemietet habe. In Ordnung, ich treffe euch beim Wagen. Kümmert euch schnellstmöglich um alle ausstehenden Angelegenheiten, die ihr haben mögt. Ich will zu den Kolosshallen aufbrechen und diese Waffe finden, sobald wir nur können. Ruft mir bitte noch einmal ins Gedächtnis, was diese Waffe ist, nach der wir suchen. Die Legenden nennen sie die Dämonenwaffe. Laut dem, was ich durch das Studium khajiitischer Erzählungen erfahren konnte, ist sie in den Kolosshallen versteckt. Ich will die Waffe einsetzen, um dem geistlosen Krieg der drei Banner ein Ende zu machen. Kamira hingegen will sie vernichten. Gut, ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal einfach raus, weil das kennen wir ja alles schon. Und ich würde sagen, da sich das so anhört, als ob da noch ein großer Teil dazu kommt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Es ist ein Prolog, die dauern immer sehr, sehr lange. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.